Ja, Osnabrück ist weiterhin Dütikapp für euch am Start. Max Tolischus ist jetzt bei mir an der Seite, Spieler vom TuS Bersenbrück. Max, wenn wir kurz über die Hinrunde sprechen, 26 Punkte stehen zu Buche. Da kann man, glaube ich, bei euch im Lager vom TuS Bersenbrück, glaube ich, nicht meckern. Ihr habt euch nochmal richtig geil verstärkt mit Emil Jula, mit Henning Grieneisen. Also für mich und sicherlich auch für viele andere, ich weiß nicht, du kannst es gerne widerlegen oder mir widersprechen, zählt ihr sicherlich auch als Aufsteiger ja, zu den Aufstiegsaspiranten mit so einer Personaldecke. Haben wir 2 Punkte im Schnitt insgesamt geholt und das lässt sich auch als Aufsteiger, auch vielleicht mit anderen Ambitionen, aber trotzdem sehr gut sehen. Und ja, klar, wenn wir jetzt momentan zur Winterpause auf Platz 2 stehen, dann wollen wir auch so lange wie es möglich ist auch da oben verweilen. Und dann steht ihr auch im Moment zurecht da. Solche Leute wie Emil Jula bringen natürlich eine Menge Erfahrung mit rein und Henning Griener ist natürlich auch, trotz seiner sicherlich schweren Verletzung, die er sich zugezogen hat. Wie nimmt so eine Mannschaft das auf, wenn ihr dann so erfahrene Spieler bekommt? Ihr habt ja auch ein paar junge Spieler, lassen sie sich davon anstecken, nehmen die was auf, kriegen die mal einen vor den Latz oder wie sieht's aus? Ja, war für uns natürlich auch erstmal eine absolute Überraschung und glauben konnten wir es eigentlich gar nicht, als es hieß, Emil Jula kommt zu uns zum Beispiel. Und der Henning dann natürlich danach auch noch. Aber es sind zwei absolut professionell top eingestellte Fußballer, die natürlich in ihrer Laufbahn auch schon einiges erlebt haben und das dann dementsprechend auch in der Kabine oder auf dem Platz an uns weitergeben. Kann ich mich selber auch nicht von rausnehmen. Ich kriege auch einige Tipps, wie ich mich weiter verbessern kann. Und das natürlich gerade für die Jungs, die aus der A-Jugend gekommen sind und ich sag mal, noch jünger sind als ich, eine absolute Bereicherung, weil man von diesen Leuten einfach extrem viel lernen kann. Und was man auch sagen muss, es sind halt wirklich zwei absolut positive Typen und das gibt dem Ganzen auch eine gewisse Ausstrahlung, wenn man mit diesen beiden auf dem Platz stehen darf. Du selber fühlst dich sicherlich sehr wohl in Bersenbrück. Nicht nur du, sicherlich auch die anderen, Nico Schwegmann und. Habt auch in Hollage schon zusammengespielt, Gerrit Menkhaus, glaube ich. Frank Placke, ja, ach, die Jascha Liste Behrens. Ist, ja, Jascha Behrens, genau. Also es macht schon was aus, wenn man auch so ein Umfeld hat, ja, wo man sich auch vertraut fühlt. Viele Spieler, mit denen man schon selber auch zusammengespielt hat. Das pusht einen nochmal, oder? Klar, das auf jeden Fall. Und man kann ja auch noch weitergehen und sagen, wir kennen uns alle aus Hollager-Zeiten. Aber genauso gut haben wir auch schon teilweise zusammen in der Jugend bei GM Hütte gespielt. Und das sind natürlich auch alles irgendwo Sachen, die an einem hängen bleiben. Und ich habe es auch schon mal gesagt, das ist für den Verein natürlich eine tolle Sache. Man kennt sich untereinander und dadurch kann dann, das kennst du ja selber aus Amateurfußball, dass auch viele Kontakte dann zustande kommen. Und wir verstehen uns alle super und das merkt man, glaube ich, auch auf dem Platz. Nur so kann man auch, glaube ich, Woche für Woche gute Leistung abliefern. Okay, Weihnachten steht vor der Tür, wir sind in der Halle, Dütikapp. Ich hätte nicht gedacht, dass du in der Halle spielst. Nein, Spaß beiseite. Natürlich gehörst du zu den Leistungsträgern auf dem Hallenboden. Ja, seid ins Halbfinale gerade eingezogen, habt gegen Melle Türkspor, habt euch durchgesetzt, seid im Halbfinale gegen Dolzheide. Wie stehst du zum Hallenkick? Ist eine absolut tolle, ja, ich sag mal, oder ist ein toller Lückenfüller, würde ich sagen, Pausenfüller zwischen der Winterpause und der neuen Saison. Und wir haben natürlich bei uns in der Mannschaft Spieler, die gerne Halle spielen, auch Spieler, die nicht so gerne in der Halle spielen. Aber wenn man dann hier beim Düte Cup oder auch wie wir es gestern im Daxa Cup hatten, so ein tolles Teilnehmerfeld hat, dann macht es Spaß. Man kennt die Leute untereinander. Ja, es ist für mich eine schöne Sache, mal auch in der Halle und nicht nur draußen auf dem Fußballplatz zu stehen. Viel Pause werdet ihr ja nicht haben. Die Vorbereitung wird ja dann irgendwann im Januar jetzt auch schon wieder losgehen. Wann die Saison losgeht, wird man dann sehen, wenn sicherlich ein paar Spielausfälle kommen und. Trotz alledem, ihr werdet wieder hart und konzentriert arbeiten und dann können wir noch einiges erwarten, oder? Gehe ich aber erstmal von aus auf jeden Fall. Also wir werden sicherlich uns gut auf die Rückrunde vorbereiten und da wird Fahrrad uns auch schon recht früh auf dem Platz wieder zusammentrommeln. So kennen wir es ja auch nicht anders.
Und dann wollen wir schauen, wenn wir die Möglichkeit haben, was ich vorhin schon gesagt habe, weiter nach oben zu spielen und auch gut aus den Startlöchern kommen, dann erwarte ich von mir, aber auch von der Mannschaft einiges, weil ich glaube, dass wir in der Hinrunde bewiesen haben, dass wir oben mitspielen können. Und ja, das ist ein Platz unter den Top 3 bei gutem Start definitiv möglich wäre. Wir sind gespannt, wie es weitergeht in Bersenbrück. Generell in der Landesliga, gute Klasse, spannend wird's. Alles Gute, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, mal gucken, wie es Halbfinale gleich läuft. Schauen wir mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.